Diablo 3 Open Beta Wochenende. Ja, Gif. Hallo zusammen. Hier ist der Dera. Und was ich heute euch zeige, ist eine tolle Sache, die genau genommen am 15. Mai erst erscheinen wird. Aber Blizzard war so gnädig und hat uns ein Stresstest Open Beta Wochenende beschert. Ihr habt sicherlich schon erkannt, ihr habt sicherlich schon erraten, hierbei handelt es sich um Diablo 3. Ui, ui, ui. Ja, ich bin ein riesen Fan der Serie, hab Diablo 1 nicht so viel gespielt, aber durchaus auch das eine oder andere Mal. Diablo 2 habe ich wirklich, kann man sagen, bis zur Vergasung gespielt, lange Zeit und sehr aktiv. Und dementsprechend freue ich mich jetzt natürlich endlich über einen hoffentlich würdigen Nachfolger, der das hier werden wird, möglicherweise. Ich hatte leider nicht das Glück, schon vorher mal in eine Beta-Welle eingeladen zu werden. Aber man muss ja dazu sagen, glücklicherweise konnte ich ja dann dieses Wochenende, wie vielleicht der ein oder andere von euch auch getan hat, mal in die Beta reinschnuppern von Diablo 3. Und was ich da so gesehen habe, naja, das hat mich doch schon eigentlich vom Spiel so ein Stückchen weit überzeugt. Weil ich muss sagen, ich finde es stellenweise nicht ganz so dolle wie Diablo 2. Einige Sachen stoßen mir auch ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen finde ich es wirklich unglaublich gelungen. Es sieht super stimmig aus. Es sieht super gut aus. Wie ihr vielleicht selber seht und findet. Es ist super liebevoll gestaltet. Es sind einige sehr, sehr logische und verdammt, bin ich auf die andere Seite gerannt. Es sind einige logische Veränderungen, zum Beispiel, wie ihr jetzt gerade seht, am Town Portal System stattgefunden. Town Portal ist jetzt nur noch für euch. Dafür steht für jeden Spieler hier eine Flagge, zack. Und da könnt ihr euch dann sofort zu dem Mitspieler hinporten. Genial eigentlich. Das Town Portal nutzt ihr dann nur noch für euch, um wieder zu eurem eigenen Ort zurückzukehren. So ist jetzt wie aus Diablo 2 Zeiten bekannt dieses übliche TP, please, völlig unnötig. Es geht einfach drauf los, immer munter drauf los. Ja, ich habe die Beta jetzt schon mittlerweile recht ausgiebig gespielt. Ich habe das Wochenende wirklich genutzt, mir jede Klasse mal detaillierter, würde ich sagen, anzuschauen. Als letztes ist jetzt gerade noch der Mönch dran, der mir auf den ersten, naja, 8 Level nicht so viel Spaß gemacht hat, aber unterm Strich jetzt eigentlich ganz spaßig ist. Am meisten hat mir bisher eigentlich die Sorg gefallen, beziehungsweise halt der Magieschar. Es gibt ja jetzt nicht mehr die Sorg, es gibt ja auch jetzt quasi einen Zauberer, ein männliches Pendant zur Sorg. Ja, naja, aber wie gesagt, diese Klasse, sage ich dann einfach mal, die Klasse Zauberer hat mir bisher eigentlich am meisten zugesagt. Es war wirklich extrem spaßig, die Spells fand ich einfach nur genial. Die Lunni hat sich im Übrigen in die Klasse Mönch verliebt, die wird wahrscheinlich zum Release dann den Mönch spielen. Das kann ich euch jetzt auch schon sagen und verraten. Wir werden definitiv, was Diablo 3 angeht, auch eine Let's Play-Reihe draus machen. Deswegen zeige ich das Ganze schon mal hier, um euch ein bisschen schon mal heiß drauf zu machen. Schon mal ein bisschen zu teasen darauf, was kommen wird ab dem 15. Mai. Beziehungsweise, na gut, da ist Release. Vielleicht geht es dann halt die Tage drauf dann los damit. Mit den Let's Plays. Hier halt aus der Beta schon mal ein kleiner Vorgeschmack, was euch dann erwartet. Lustiges Hack and Slay. Die Story ist, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr schön auch gelungen. Es sind halt nicht mehr einfach nur noch
sechs Questen pro Akt und fertig. Es ist halt eher eine wirklich fortan laufende Story, der ihr folgt, die komplett mit Questen ausgeschmückt ist, durch die ihr euch dann so durchhangeln könnt. Auf jeden Fall erstmal eine Umstellung, wenn man einfach nur das alte Prinzip von Diablo 1, wo es einfach komplett nur sporadisch Questen gab, kennt, beziehungsweise das Prinzip halt aus Diablo 2, wo in Questen, ja, in den Akten einfach nur sechs Questen waren und fertig, die man irgendwie eh so absolviert hat, wenn man durchgelaufen ist. Und ja, ist das halt was anderes. Hier läuft man zwar auch einfach nur durch, aber wie gesagt, es ist halt komplett mit Questen ausgeschmückt. Und ja, eigentlich ganz schön geworden. Die Beta geht bis zu einem gewissen wohl Zwischenboss aus Akt 1, dem Skelettkönig Leoric, den man ja schon aus den vorhergehenden Teilen durchaus kennen sollte. Dem geht es hier an den Kragen. Das ist aber nur der erste Teil des ersten Aktes, der hier überhaupt in der Beta spielbar ist. Also es ist noch nicht mal der komplette erste Akt. Das sind circa die ersten 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie man sich schon zurechtfindet, auskennt, ob es der erste Char ist oder nicht, wie dem auch sei. Jedenfalls, ja, 1 bis 2 Stunden Spielzeit, würde ich sagen. Die ersten 1 bis 2 Stunden aus dem ersten Akt. Und die sind schon wirklich sehr gelungen, sehr abwechslungsreich. Es kommt, finde ich, wirklich das gute alte Diablo-Feeling dabei auf. Zumindest bei mir. Ich hatte wirklich jetzt dieses Wochenende einen Riesenspaß und kann eigentlich den 15. Mai jetzt kaum noch erwarten. Und bin jetzt sozusagen am Montag am Ende. Oh, da seht ihr schon, in 30 Minuten werden die Beta-Server runtergefahren. Sprich, ich mache das Video wirklich so quasi als kleinen Ausklang für mich von der Beta. Und jetzt habe ich auch noch das erreicht, quasi kurz vor Ende der Beta, was ich erreichen wollte. Jetzt so an dem Wochenende. Ich dachte mir, ja gut und schön, Beta konnte es so nicht rein. Jetzt hattest du nur noch das Wochenende. Aber in der Beta gab es auch schon so ein paar Achievements. Und die wollte ich jetzt einfach haben, weil ich es kann. Einfach so. Schauen wir einfach mal schnell. Achievements. Jawohl, 100%. Yay! Mir hatte jetzt noch der Mönch auf 13, was gleichzeitig der Maximallevel in der Beta ist, gefehlt. Ja, das hat sich jetzt erledigt, würde ich sagen. Und ich habe mein Ziel erreicht, kurz vor Ende. Da bin ich jetzt sehr glücklich drüber. Ho, ho, ho. Ja, jetzt kommt jede Minute eine Nachricht, super. Dass ich es auch ja nicht vergesse. Könnten ja gleich reinschreiben, die Beta endet für dich in 29 Minuten, lieber Dera. Dann ist vorbei. Dann muss sie warten. Aber nein, noch darf ich ein letztes Mal in der Beta den Skelettkönig besiegen. Ach, ich freue mich schon drauf. Wenn wir irgendwann dann mal finden, wo es dann weiter runter geht und nicht hier durch die Kathedrale Level 4 eiern und irren. Dauert manchmal ein bisschen, manchmal hat man Glück. Der zufällige Kartengenerator leistet auch hier wieder eine gute Arbeit und es ist wirklich eine hervorragende Mischung aus feststehenden Elementen und ja zufällig generierte Umgebung, weil die wirklich sehr stimmig ineinander übergeht, würde ich sagen. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Es ist sehr abwechslungsreich. Die Katakomben sind trotz der vielen Chars, mit denen ich jetzt schon durchgerannt bin, einige Male in kurzer Zeit nicht wirklich langweilig geworden, weil es gibt auch gewisse, sage ich mal, kleine gescriptete Sachen, die zufällig auftauchen können. Es gibt auch wieder, wie aus Diablo 1 bekannt, ein paar mögliche Sidequests, die nicht immer auftauchen. Hier zum Beispiel so ein Event,
Da werden jetzt hier von zwei so Necromancern einfach mal so ein paar Skelette ins Leben geholt und die Gruppe, beziehungsweise wenn man allein unterwegs ist, muss sich dann halt drum kümmern. Ja. Aber so langsam könnte man hier mal echt den Ausgang... ich sehe ihn. Ich sehe ihn hier oben auf der Minimap. Da fängt es, wenn man in der Nähe an ist, zu leuchten. Ich bin mal so frei und schreib mal hier, wie man es aus guter alter, damaliger Manier kennt. Dann sollen die nur mal ankommen. Alright. Alle im Vormarsch. Gut, dann hätten wir das jetzt geschafft. Dann geht's jetzt auf die letzten paar Meter Richtung Endboss der Beta. König Leoric. Ein letztes Event noch. Ich spiele aktuell mit englischem Client, weil ich an sich sehr gerne mit englischen Clients spiele. Einfach so für die Atmosphäre. Habe ich mir irgendwann so angewöhnt. Weiß auch nicht. Für das Let's Play, für die Let's Play-Reihe von Diablo 3 werde ich dann wahrscheinlich zwecks euch, des deutschen Publikums, und der besseren Verständlichkeit über die komplette Spielzeit einfach dann den deutschen Client nutzen. Bin ich mal so frei, ne? Da lasse ich mich nicht lumpen. Ja, prügel ich mich mal jetzt hier noch die letzten Meter mit der Gruppe durch. Das Gruppensuche-Tool für Questen funktioniert auch ganz hervorragend. Funktioniert in meinen Augen fast so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie der, wenn es der ein oder andere kennt, Raidfinder oder Gruppenfinder halt aus WoW. Man wird halt an den Anfang der Quest, die man sich ausgesucht hat, zusammengestellt, an den Anfang der Quest gepackt und dann, jo Leute, jetzt macht mal. Mehr dazu zeige ich euch dann natürlich noch zusammen mit Limi wahrscheinlich auch noch in den Let's Plays. Das soll ja jetzt nur ein kurzer Vorgeschmack sein, werde ich jetzt halt auch noch nicht alles erklären können. Gibt viel zu erzählen, viel zu erleben, aber wie gesagt, das Ganze soll nur als kleiner Vorgeschmack erstmal dienen. Das ist jetzt auch schon der finale Raum, hier findet der Endkampf statt, sage ich mal. Muss man erst noch so ein paar Skelette besiegen, bevor man zum finalen Gegner vorgelassen wird. Aber das ist auch gleich geschafft. Da öffnet sich die Tür, ein blaues Item gedroppt. Hervorragend. Und da ist er auch schon. Man achte darauf, wie er sich zum Leben erweckt. Also ich finde es einfach nur sensationell gut gemacht. Die Gruppe dreht auch schon völlig am Rad. Und ich gesell mich mal dazu. Ja, wenn das nicht cool ist, oder? Also, ich bin wirklich in nahezu allen Belangen sehr begeistert von dem ganzen Spiel bisher, was ich so sehen konnte. Es ist ja auch echt nur ein Bruchteil, was man bis jetzt sehen konnte. Ich bin gespannt, wie es mit der Story weiterläuft. Ich bin gespannt, wie die Charakterentwicklung bei den einzelnen Klassen weiterläuft. Das ist so einer meiner einzigen Wermutstropfen, dass man halt nicht mehr direkt diese Skillungen, die Skillbäume hat, wo man auch mal dann eine außergewöhnliche Skillung machen konnte, Funchars, bla, wobei ich auch sagen muss, diese Skills, die man sich dann auswählen kann über dieses Skillmenü, die geben einem natürlich trotz allem eine ganz andere Möglichkeit, sehr gut mit schnell wechselnden Situationen klarzukommen, da man innerhalb von Sekundenbruchteilen zwischen den Kämpfen, selbst innerhalb des Kampfes sozusagen zwischen seinen Fähigkeiten variieren kann. Und wer weiß, möglicherweise wird es dann sogar auf dem höchsten Spiel, auf dem höchsten, dem vierten Schwierigkeitsgrad unabdingbar in einem Bosskampf oder so zwischen einigen Fähigkeiten sogar mal zu wechseln. Wer weiß, ich kann es gerade noch nicht sagen. Aber der Skeleton King ist am Ableben. Der Boss der Beta für mich ein letztes Mal besiegt vor dem fertigen Spiel. Ich habe in der Runde auch geschafft, was ich mir vorgenommen hatte für die Beta, als das Wochenende gestartet ist. Meine Achievements voll bekommen. Hurra. Spiel gratuliert mir. Ich nehme meinen Town Portal.
zeige uns noch, euch noch eine ganz kleine, ganz kleine Kleinigkeit so in der Stadt. Hier gibt es nämlich jetzt einen Schmieden, wo ihr unnützen Krempel, den ihr nicht mehr braucht, einfach zack, zack, zack zu Ressourcen kaputt machen könnt. Und dann, wenn ihr ihn hochlevelt, da bin ich auf dem, auch auf dem Maximum der Beta, euch ganz tolle Gegenstände herstellen. Zack, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Da sind dann halt zufällige Verzauberungen drauf. Ein Traum. Oh, das ist ja wirklich nicht schlecht geworden. Naja, natürlich könnt ihr auch ganz normal hier Items verkaufen. Und jetzt logge ich den guten mal noch aus. Und zeige euch nochmal zum guten Schluss mein Demon Hunter, der Beta, meine Zauberin der Beta, mein Mönch von eben, meinen Barbaren und meinen Witch Doctor. Ja, also bevorzugt habe ich wirklich die Zauberin gespielt. Die hat mir am meisten Spaß gemacht. Der Barbar, würde ich sagen, an zweiter Stelle. Ja, dahinter Demon Hunter und Mönch auf einer Stelle. Den Witch Doctor wollte ich anfangs eigentlich definitiv als erstes spielen. Der hat mir aber irgendwie von allen Klassen am wenigsten Spaß in der Beta gemacht. Wer hätte es gedacht? Okay, aber das war's soweit von mir aus der Diablo 3 Beta. Ich freue mich riesig auf den 15.05. Ich hoffe, ihr auch. Hurra, ich bekomme Fehlermeldungen. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann im fertigen Spiel mit unserer Let's Play-Reihe zu Diablo 3. Bis dann. Tschüssi.